Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute geht es um Rechnungswesen und ich erkläre euch, was der einfache Durchschnitt ist. Den einfachen Durchschnitt zu errechnen ist gar nicht schwer. Stellt euch vor, der Chef kommt zu euch und er sagt, hey, wie war denn unser durchschnittliches Einkommen in den letzten 3 Monaten? Und die Zahlen habe ich mitgebracht. Im 10. Monat gab es 70.000, im 11. Monat 90.000 und im 12. da waren es nur 50. Und der Chef will von euch jetzt wissen, wie ist der Durchschnittswert? Und das ist gar nicht schwer. Wie geht man vor? Durchschnitt. Ich rechne alle drei zusammen. Also 70.000 plus 90.000 plus 50.000. Und das teile ich durch die Anzahl derer. Also 1, 2, 3. Also geteilt durch 3. Jetzt brauche ich meinen Taschenrechner. Und dann rechne ich. 70 plus 90 plus 50 geteilt durch 3 sind 70. Ich habe natürlich die 3 Nullen weggelassen. Also 70.000. 70.000 Euro. Dann kann man sagen, der Durchschnitt der letzten 3 Monate im Jahr 2016 lag bei 70.000 Euro. Okay, das war's. So, zum Schluss noch 3 Wünsche von mir. Erstens, wenn es euch gefallen hat, dann möchte ich euch bitten, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr was gelernt habt, dann drückt Gefällt mir. Und wenn ihr eine vernünftige Übersicht sucht, dann findet ihr die auf meiner Homepage. Hier seht ihr jetzt www.lehrer-schmidt.de. Okay, das war's.